Weiter geht's heute mit Britain vs. Germany und Drive Club. Herzlich willkommen zurück. Auf geht's. Wir haben mehrere Fahrzeuge zur Auswahl. Insgesamt sind es ja, vier. Wir haben einen Bentley. Warum auch immer. Ja gut, Großbritannien, ja. Wir haben den BMW M5, AMG GTS und den BMW M4. Wir nehmen den Bentley. Und legen los! Erste Rennen auf jeden Fall sind insgesamt zwei. Platzierung in den Top 3. Und 1,17 oder weniger. Oder nochmal Top 3 und dann ein Geschwindigkeitsduell von 129 Stundenkilometern. Let's go. Sorry. Jetzt sind die 12 Gegner auf der Map. Also 11 Gegner insgesamt. Drei Runden mal jetzt heute, okay? Mindestens zwei Autos müssen wir noch kassieren hier wollen, um mal die Aufgabe zu lösen. Zumindest das Minimalziel Top 3 zu erreichen. So, und jetzt ist hier ein Turnier. Vor 5 Jahren schon eine mittlere Katastrophe. Weil der BMW gerade sich ein bisschen breit macht. Hier kann man. Bei den ersten Martin direkt hin als vergiss es. Naja, es kommt ja jetzt auf den 15, 100, 15. Okay, da kannst du Punkte abziehen. Ich muss ihn vor der Kurve snacken. Ja, auf der Gerade habe ich keine Chance, ich komme nicht drauf vorbei, Jan. Ich komme nicht so in den Windschatz vorbei, wie ich bin. Da hat sie eine riesen Chance reinzukommen. Keine Chance, ich komme nicht in die Position. Wird nur Dritter maximal. Ich komme nicht in die Position. Also nicht, dass ich jetzt ihn ärgern wollte, dass ich ihn jetzt vorbeilassen kann. Ja, warte. Ich habe jetzt natürlich ein Auto hinter mir noch, was mich ein bisschen nerven will. Du Wichser, Alter! Da hat er mich gerade richtig einen Abt mitgegeben. Ne? Und am Ende wären wir sogar nur Sechster. Okay, wir haben noch eine Runde. Boah, hat der mir einen mitgegeben, der kleine Sack, Alter. Hat er mir echt einen mitgegeben. Voll auf Speed, damit er mir leicht zeigt, dass ich dann rausrutsche. Und jetzt muss ich mich noch ein bisschen sputen. Jetzt muss ich mir noch ein paar Leute, also ein paar Kandidaten kassieren. Ihr habt aber echt mal Minion, ne, heute? Also das Turnier werden wir nicht gewinnen, wenn wir nicht jetzt nochmal nachlegen können. Weil jedes Mal kriege ich noch einen mit von denen, also wie gesagt, ich sende mir halt mir hinten ins Heck oder ich habe. Ne, wir werden nur Siebter.
Sagen Sie mir, also lassen wir uns jetzt noch mal ein mindestens decken. Fünfter, ja, zwei habe ich noch kassiert, aber mehr auch nicht. Mann, da hat er mir richtig noch mal einen reingeballert. Boah, hat er mich noch mal genervt. Ernsthaft, ey. Boah, war das jetzt, das wird jetzt ein richtig hartes Ding jetzt. Als erstes Turnier mit Turnierfighter haben wir verkackt. Da hat er mir schön auf die Geraden so einen mitgedrückt, reingedrückt. Also jetzt müssen wir gewinnen. Jetzt haben wir es verkackt. Also wichtig ist, dass eigentlich der mehr oder weniger der ist auf jeden Fall relativ weit hinten landet. Den müssen wir auf jeden Fall mit, den müssen wir auf jeden Fall nochmal holen. Jetzt der Mercedes da vorne. Es war ganz, ganz wichtig, dass wir vielleicht davon noch zwei Kassierer, zwei Jungs kassiert haben. Boah, der Bentley, aber der hatte richtig einen. Hat auf jeden Fall mindestens mal einen richtig. Müssen wir jetzt nochmal dazu machen, weil ich komme auch nicht mehr ran. Können wir uns da vorne mal was. Was ich in die Position könnte. Ich bleib doch momentan wirklich noch so filmen, also wie gesagt, der eine. Ich war jetzt nicht wirklich auf der Position. Kommen wir auch nicht mit dem Windschatten, weil der das Problem, weil die alle da vorne haben, den ebenfalls den Windschatten haben. Auch das haben wir nicht geschafft. Da, das Turnier werden wir maximal auf Platz 5 abschließen. Wir sind momentan auch nur noch Vierter. Wir werden keine einzige Aufgabe schaffen. Puh! Damit hätte ich nicht gerechnet, dass wir so auf die Fresse kriegen. Boah, ist das bitter. Wir haben ja 0,0 Chance gehabt gegen die ganze Truppe. Zweiter sind wir hier sogar noch geworden. Naja, immerhin etwas. Gegen den Mercedes auch mal. Hätte ich nicht gedacht, dass wir die beiden Ästen noch kriegen. Also wir sind ja sicher mal 5. und 4. geworden. Also das ist das. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir da auf die Fresse kriegen. Boah! Ey! Ich meine, wir sind Zweiter geworden, das ist das Wichtige, aber wir waren mehr oder weniger komplett chancenlos. Gut! Ist halt manchmal so. In der nächsten Folge schauen wir uns dann hier die zwei an. Dann geht's damit weiter. Dann die zwei oder der Abschluss hier oben. Gut! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis morgen! Natürlich! 14 Uhr, wie immer. Thank you.